Wir sind zu 10 Leuten eingetreten im September 2006. Von diesen 10 Leuten sind 3 im Laufe des Noviziats ausgetreten. Das heißt, sie haben die Gelegenheit genutzt, im Noviziat zu entdecken, es ist für mich doch nicht der richtige Weg. Die anderen 7 haben Gelübde abgelegt. Wenn ich zurückschaue, waren wir sehr unterschiedlich. Altersmäßig, der Jüngste war 23, als wir anfingen, der Älteste war 37. Und mir ist aufgefallen, das hat das Spektrum der Denkweisen auch sehr geprägt. Juristen, die wirklich, oder ein Jurist, der wirklich sehr juristisch gedacht hat und alles, am Anfang alles ganz scharf, messerscharf in richtig und in falsch unterteilen wollte. Leute, die sehr naturwissenschaftlich gedacht haben. Und Leute, die sehr auch durch Geisteswissenschaften oder sehr durch ihre persönlichen Erfahrungen geprägt waren. Das war also eine sehr vielfältige Truppe und sehr unterschiedliche Truppe. Und ich habe mich am Anfang gefragt, kann das überhaupt zusammenfinden? Und bei uns im Jahrgang war es so, wir haben über lange Zeit versucht, ein bisschen so miteinander umzugehen, dass keiner dem anderen auf die Füße tritt. Aus Respekt, aber vielleicht auch ein bisschen aus Angst, es könnte jemand was falsch machen oder man könnte jemanden in die Enge treiben und das wollten wir nicht. Nach und nach haben wir gelernt, dass vielleicht manchmal Reibung auch Wärme erzeugt. Dass es also manchmal auch gut tut, wirklich einen Streit auszutragen oder dass manchmal auch einfach Dinge geklärt werden müssen. Ich weiß noch, sehr wichtig war, dass wir mitten im Noviziat, das dazugehörte, dass wir mitten im Noviziat 2 Wochen in Urlaub fuhren, im Sommer 2007. Da habe ich zum ersten Mal richtig deutlich gespürt, dass wir einfach bestimmte Fragen auch nicht aussparen konnten. Dass einfach dann klar sein musste, das und das machen wir gemeinsam oder vielleicht auch mal, das und das kann jeder sich selber aussuchen, was er macht, aber man musste darüber reden. Und nicht nur darüber reden, sondern da flogen auch manchmal die Fetzen. Nochmal anders als nur, Gott, ich habe die Erfahrung gemacht, Gott trägt mich auch innerlich. Gott gibt mir wirklich Halt und Gewissheit, dass ich leben kann. Bei allem Auf und Ab, bei allen Zweifeln, die dazugehören, bei allen Fragen, ist es wirklich so? Kann ich daran wirklich glauben? Habe ich doch erfahren, dass der Glaube an Gott mich dann auch trägt. Und eine sehr wichtige Erfahrung war für mich noch, dass ich im Noviziat das Glück hatte, ein paar Wochen in Albanien leben zu dürfen. Wir sind zu zweit dorthin gegangen, in den Norden von Albanien, eine sehr arme Gegend, vielleicht mit die ärmste Gegend Europas, und sind auf die Dörfer gegangen zu sehr armen Menschen, haben sie besucht, haben mit ihnen geredet, haben ihnen über den Glauben erzählt. Und diese Erfahrung, dass diese Menschen trotz ihrer Armut oder in ihrer Armut eben doch Würde haben, dass es auch Ordensleute, zum Beispiel auch Jesuiten gibt, die ihnen helfen und die sie ernst nehmen und denen diese Menschen wichtig sind, das war für mich eine sehr prägende Erfahrung.